Hi und herzlich willkommen zum 11. Part meines Star is Born Let's Plays. Malea und Justus sind frisch verheiratet, haben im letzten Part ein Techtelmechtel gehabt, ungeschützt, und sie liegen jetzt noch im Bett. Die Sonne geht gerade auf über den Hügeln von Del Sol Valley. Wir haben hier einen wunderschönen Blick auf die Stadt und Maleas Traum geht in Erfüllung, denn sie wohnt jetzt in einem wirklich, wirklich, wirklich großen und teuren Haus. Und wie wir aber ja alle wissen, ist dies eben an das Fortbestehen ihrer Ehe mit Justus geknüpft. Und das ist etwas, was ihr nicht so wahnsinnig gut gefällt. Außerdem steht ja jetzt noch so ein bisschen aus, wie dieses Techtelmechtel ausgegangen ist. Denn wir haben es ja so ein bisschen drauf angelegt im letzten Part, dass sie vielleicht in der Hochzeitsnacht schwanger wird. Und es ist sehr gut möglich, dass das passiert ist. Wir wissen es aktuell noch nicht. Wir werden das jetzt gleich gemeinsam herausfinden, Freunde. Denn Malea wird jetzt aufstehen und ich habe ja immer den Verdacht, wenn hier Hunger und so schneller runtergeht, dass die Sims dann schwanger sind. Und deswegen finde ich, können wir jetzt auch, dadurch, dass das jetzt gerade so ist, können wir durchaus jetzt auch sagen, dass Malea jetzt gerade aufwacht und irgendwie rumort es in ihrem Magen. Es ist eigentlich noch viel zu früh für ihre Verhältnisse, um aufzustehen. Eigentlich schläft sie ja viel, viel länger, aber sie kann irgendwie gerade nicht mehr schlafen, weil ihr einfach so übel ist. Und oh mein Gott, sie denkt auch gerade an eine Babyflasche. Ich glaube, ihr ist wirklich schlecht. Okay, Leute, ich glaube, wir haben unsere Antwort schon. Ich würde fast behaupten, wir haben unsere Antwort schon. Ich glaube, Malea ist wirklich schwanger. Oh mein Gott, okay, da muss ich auf jeden Fall jetzt gleich ein bisschen drüber nachdenken, wie wir das Ganze machen. Weil ihr hattet ja auch die Idee, dass wir versuchen, Maximilian dieses Kind unterzuschieben. Allerdings habe ich mir da auch nochmal so ein bisschen meine Gedanken drüber gemacht. Ich weiß noch nicht zu 100%, ob wir das so umsetzen, aber das dann gleich, falls Malea überhaupt schwanger ist. Momentan spricht ja wirklich einiges dafür. Wir werden jetzt einen Schwangerschaftstest machen, Leute, und werden es dann herausfinden, ob Malea ein Baby unter ihrem Herzen trägt. Ein Baby von Justus, einem Mann, den sie eigentlich gar nicht wirklich liebt. Und es ist so, Leute, sie ist schwanger. Sie ist tatsächlich schwanger. Von Justus. Oh mein Gott, Malea. Sie bekommt einfach ein Baby von Justus. Okay, wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Ich eigentlich, indem ich geklickt habe, Baby machen. Achso, sie geht jetzt automatisch schon hin und sie fühlt sich jetzt von ihm angezogen. Warum haben die gerade Minus Minus gehabt? Und jetzt haben sie Plus Plus gehabt. Okay, also sie ist sich nicht so ganz sicher, was ihre Gefühle bezüglich Justus betrifft. Aber sie freut sich tatsächlich über dieses Baby. Also ich glaube, Malea findet es gar nicht so schlecht. Ich meine, ich muss jetzt dazu sagen, Leute, dass ich die RPO-Mod aktuell nicht drin habe. Das heißt, wir haben aktuell mit Malea natürlich entsprechend auch keine Art von Kinderwunsch. Das ist jetzt alles vom Spiel, weil wir halt jetzt die Mod momentan nicht haben. Ich glaube, die ist immer noch kaputt. Falls das anders ist, berichtigt mich gerne. Sie geht jetzt zu Justus hin und küsst ihn. Es ist schon ein bisschen süß, Leute, oder? Ich glaube, ihr ist halt bewusst, dass jetzt, wo sie halt ein Baby von Justus bekommt, die Wahrscheinlichkeit, dass sie in diesem Haus hier bleiben kann, enorm gestiegen ist. Also, dass es jetzt gar nicht so krass ist, okay, ich kriege ein Baby, ich freue mich, dass ich Mutter werde, sondern einfach, okay, das bindet mich irgendwie... Oh mein Gott, sie rennt jetzt erstmal und muss kotzen. Oh nein, Malea, du Arme. Ah, okay. Also die Frühschwangerschaft scheint sehr anstrengend für Malea zu sein. Das ist so tatsächlich, dass sie sehr von Übelkeit geplagt ist. Unsere Butlerin packt erstmal die Staubsauger aus und saugt hier die Pfütze weg. Gute Idee. Aber auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, dass sie jetzt halt gerade so über diese Schwangerschaft denkt, dass sie sich dadurch jetzt halt nochmal ein bisschen mehr an Justus gebunden hat. Und ich denke, wir werden uns jetzt erstmal einen Tee machen. Ich glaube, das ist jetzt gerade das, was Malea braucht. Ihr ist einfach nur total schlecht und deswegen ist, glaube ich, ein Tee jetzt genau das Richtige, um gegen diese Übelkeit irgendwas tun zu können. Und ich habe mir jetzt gerade hier nochmal eure Kommentare angeschaut und ihr hattet richtig, richtig gute Kommentare, also gute Ideen bezüglich Maximilian. Ihr hattet einmal geschrieben, dass Maximilian, also dieses Partners in Crime, was ich ursprünglich mit Lola geplant hatte, ja auch mit Maximilian gehen würde. Und außerdem könnte es ja durchaus sein, dass eventuell Maximilian später etwas damit zu tun hat, warum Justus aus dem Weg geräumt wird. Der Arme, er sitzt einfach hier vor Malea
und bereitet sich mental auf seinen ersten Arbeitstag in der Wirtschaft vor. Etwas, worauf er sich auch sehr freut, denn er wollte schon immer in der Wirtschaft arbeiten, so wie sein Dad. Und er freut sich, dass er jetzt direkt schon an seinem ersten Arbeitstag in seinem ganzen Leben als Gebietsleiter anfangen darf. Ich glaube, seine Untergebenen werden ihn absolut hassen, denn er wird ja absolut keinen Plan haben von dem, was er tut. Aber er ist halt ihr Chef und deswegen müssen die halt trotzdem dann tun, was er macht. Ich denke, Justus wird da nicht unbedingt der beliebteste Chef sein, aber vielleicht macht er sein Ding ja auch ganz gut, wir wissen es ja noch nicht. Aber auf jeden Fall sitzt er jetzt gerade hier, denkt an nichts Böses, ist glücklich, weil er ein Baby bekommt. Und Malea in ihrem Kopf ist erstmal nur Malea, wie man sieht. Und außerdem ist in Maleas Kopf auch schon so, ja, der Gedanke daran, wie sie es irgendwie schaffen kann, dieses Haus nachher doch für sich ganz alleine zu haben oder beziehungsweise für sich und ihr Baby, was aktuell in ihrem Bauch heranwächst. Und Malea, ich glaube, dein Tee ist fertig. Du kannst dir jetzt erstmal hier gerade einen Tee machen. Das hilft ganz bestimmt gegen, ach nein, nicht Justus, Malea, gegen die Übelkeit. Okay, es gibt leider keinen Ingwer-Tee. Das ist eigentlich das Beste bei Übelkeit, Freunde. Aber wir machen mal Kamille. Ich denke, Kamille ist genauso gut. Das hilft Malea ganz bestimmt bei ihrer Übelkeit. Auf jeden Fall hat sie gerade diese Gedanken in ihrem Kopf und der arme Justus ahnt halt gar nichts. Ne? Er sitzt einfach nur vor ihr und freut sich, dass sie seine Frau ist, weil er liebt Malea ja wirklich. Er ist auch total für sie am Schwärmen und so. Und sie schmiedet einfach Pläne, wie sie ihn loswerden kann. Also zumindest so ein bisschen schon, weil ich glaube wirklich, dass Malea jetzt aktuell nicht so skrupellos ist, dass sie ihren Mann um die Ecke bringt. Also ich glaube wirklich nicht, dass sie solche Gedanken in ihrem Kopf hat, aber nichtsdestotrotz wird sie halt schon so ein bisschen diesen Wunsch tief in sich haben. Oh mein Gott, Justus, du siehst richtig gut aus. Ihr habt mir übrigens auch geschrieben, dass wir ihm ein Umstyling geben müssen. Das werden wir tun. Das werden wir garantiert tun in diesem Part noch. Das habe ich ganz fest eingeplant, denn wer weiß, was wir aus unserem Justus vielleicht noch herausholen können. Jetzt, wo er auch Vater wird, jetzt, wo er ein bisschen älter geworden ist, er ist ja jetzt schon lange kein Teenager mehr. Das werden wir auf jeden Fall auch noch machen, dass er ein Umstyling bekommt. Ja, und Malea ist jetzt ganz alleine hier zu Hause. Sie entscheidet sich dafür, erstmal ein bisschen Fernsehen zu gucken. Ich meine, man muss natürlich zu ihrer Verteidigung auch sagen, dass es ihr gerade wirklich nicht gut geht. Ihr ist gerade übelst schlecht und ich glaube, gerade tut ihr das einfach nur total gut, dass sie jetzt halt einfach gerade hier ein bisschen auf dem Sofa liegen kann und irgendwie mit ihrer Übelkeit klarkommt, also versucht klarzukommen. Und deswegen, ja, schaut sie sich jetzt einfach noch eine Serie an und versucht zumindest jetzt irgendwie diese morgens Übelkeit so ein bisschen hinter sich zu bringen. Vielleicht geht es ihr auch heute Mittag schon wieder ein bisschen besser, denn wir wollen natürlich auch noch ein bisschen was mit Malea erleben. Die Übelkeit ist ein bisschen besser geworden. Malea hat sich jetzt gerade einmal angezogen, putzt sich jetzt gerade die Zähne und fühlt sich wie ein neuer Mensch, denn die Übelkeit ist ein bisschen abgeklungen. Es war jetzt anscheinend wirklich nur morgens so schlimm mit der Übelkeit. Und natürlich werden wir auch zum Ultraschall gehen. Ich weiß noch nicht, ob wir das in diesem Part machen, Leute. Ich bin halt so ein bisschen momentan, ich habe so viele mögliche Szenarien im Kopf und ich muss mich jetzt schweren Herzens für eine davon entscheiden. Eine Idee war ja, wie gesagt, auch, dass wir eventuell Maximilian dieses Kind unterschieben. Wir erinnern uns, Maximilian ist der Weltstar, der absolut auf Malea steht, was wir aber ja eigentlich erst so richtig im letzten Part erfahren haben, als er es uns kurz vor der Hochzeit gestanden hat. Davor war ja schon mal die Idee, dass wir eventuell eben, wie gesagt, Maximilian dieses Kind unterschieben. Ich weiß aber gar nicht, ob Malea das jetzt noch machen würde. Wir gehen jetzt mal so ein bisschen schwimmen. Ich glaube, Malea wird jetzt versuchen, sie hat sich zwar gerade erst angezogen, aber sie wird jetzt mal versuchen, so ein bisschen Sport noch zu machen. Sie will natürlich auch weiterhin in der Schwangerschaft jetzt in Form bleiben und ich glaube, ihr ist das sehr wichtig und ich denke, Schwimmen ist da jetzt gerade etwas, was sehr gut dazu beiträgt und wir können uns in der Zeit, in der sie hier in diesem wunderschönen Pool schwimmen geht, ein bisschen unterhalten über Maximilian. Und das Baby. Also wie gesagt, ich fand die Idee eigentlich sehr, sehr gut ursprünglich, dass wir Maximilian dieses Kind unterschieben, als wir noch nicht wussten, dass Maximilian auf Malea steht. Es war ja ursprünglich der Gedanke, dass wir dadurch eben an Maximilian rankommen. Allerdings ist das ja jetzt gar nicht mehr notwendig, denn wir wissen ja jetzt, dass er auf Malea steht und wenn Malea so machen würde, wäre Maximilian sofort da. Und deswegen glaube ich, ist das eben nicht mehr notwendig, dieses Ding so durchzuziehen. Und deswegen habe ich mich tatsächlich jetzt dazu entschieden, dass wir das nicht so machen. Ich möchte trotzdem, dass Maximilian weiterhin eine Rolle spielt, denn ich hatte ja eben schon die Kommentare vorgelesen oder zumindest schon erwähnt, dass ihr das geschrieben hattet, dass Maximilian vielleicht eben einen Teil dazu beiträgt, irgendwann Justus aus dem Weg zu räumen. Wie das Ganze aussehen wird, weiß ich noch nicht, aber ich denke, wenn ich mich jetzt mal in Malea hineinversetze, wird ihre Priorität aktuell darin liegen, das heile Familienbild nach außen hin zu tragen. Sie wird jetzt alles dafür tun, so zu tun, als wäre hier alles
perfekt, als wäre sie die glücklichste Ehefrau und glücklichste Mami-to-be, die es nur gibt. Und ich glaube, dass sie absolut ihr Kind im Internet vermarkten wird. Und ich glaube, dass... Oh mein Gott, Justus. Ha, okay, schmutziges Geld. Als Justus, also es ist jetzt, man muss dazu sagen, das ist sein erster Arbeitstag in seinem ganzen Leben, ja, und er hat absolut keine Ahnung von dem, was er tut. Also das müssen wir jetzt so ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn wir jetzt hier eine Entscheidung treffen müssen. Als Justus ein paar Spesenabrechnungen durchsieht, entdeckt er einige Unstimmigkeiten. Nach weiteren Untersuchungen stellt er fest, dass eine Menge Geld auf geheime Konten geleitet wurde. Justus genießt noch kein besonders hohes Ansehen in der Firma, aber über diese Angelegenheit sollten die Vorgesetzten doch informiert werden, oder? Ha, okay, das ist jetzt sehr schwierig, weil Justus will auf keinen Fall seinen Job verlieren, weil er will seinen Daddy ja stolz machen. Und ich glaube tatsächlich, er wird sie einfach verlieren. Ich kann mir sogar vorstellen, dass ihm das nicht mal so richtig aufgefallen ist, weil das machen wir jetzt nicht. Nicht an seinem ersten Arbeitstag. Auf jeden Fall glaube ich, wird das jetzt erstmal Maleas Priorität sein. Ich möchte trotzdem langfristig auf jeden Fall Maximilian wieder ins Spiel bringen. Ich weiß aber noch nicht, auf welche Art und Weise. Ich habe für ihn da mehrere Möglichkeiten im Kopf und ich bin mir noch nicht so ganz sicher, inwiefern ich das mit euch teilen soll. Auf der anderen Seite habt ihr dann auch immer so gute Ideen. Wenn ich euch jetzt meine Ideen sage, dann habt ihr daran anknüpfend wahrscheinlich wieder 1000 richtig gute Ideen, wie man das dann vielleicht sogar noch ein bisschen perfektionierter umsetzen kann. Deswegen werde ich es euch jetzt sagen. Also, ich hatte die erste Idee mal, dass Maximilian vielleicht tatsächlich irgendwann eine Affäre mit Malea anfängt. Also beidseitig, dass beide eben, ne, Malea findet Maximilian ja auch ziemlich attraktiv und die beiden fangen eine Affäre an. Dann erwischt Justus die beiden und dann muss Justus natürlich kurzerhand aus dem Weg geräumt werden. Das wäre Variante 1. Und Variante 2 wäre, dass Malea tatsächlich gar nicht so krass interessiert an Maximilian ist. Ich meine, sie schwärmt, glaube ich, für ihn und sie ist auch ein bisschen in ihn verknallt, aber dass Maximilian so ein bisschen ein Stalker wird, weil er halt irgendwie voll verknallt in Malea ist und dass er halt deswegen, weil er Justus aus dem Weg räumen möchte, deswegen Justus aus dem Weg räumt. Also jetzt nicht wegen, weil Malea ihn darum bittet oder so, sondern weil er in ihm einen Konkurrenten sieht. Also das sind so Ideen, die ich jetzt hatte. Ihr könnt ja gerne mal darüber nachdenken. Vielleicht habt ihr auch noch mehr Ideen. Malea ernährt sich übrigens den ganzen Morgen schon von Popcorn. Das scheint irgendwie jetzt gerade so ein richtiger Heißhunger zu sein, den sie hat. Malea macht natürlich jetzt erstmal ein paar Fotos für ihre Social-Media-Sachen und da wird sie aber tatsächlich die Schwangerschaft noch nicht erwähnen, denke ich. Sie hat einfach mittlerweile 10.373 Follower. Das ist so krass, wirklich, Leute. Sie hat mit ein bisschen Timing und dem... Ja. Auf jeden Fall wird sie diese Schwangerschaft jetzt noch nicht erwähnen. Ihr ist einfach schon wieder übel. Okay, also ich kann mir vorstellen, sie hat jetzt gerade das Popcorn gegessen. Jetzt merkt sie, dass es doch keine gute Idee war, weil ihr jetzt wieder schlecht ist. Und jetzt muss sie unbedingt ein Nickerchen machen. Ja, Leute, so sieht das jetzt aus in der Frühschwangerschaft bei Malea. Sie hat gar nicht wirklich die Energie, jetzt großartig irgendwas zu unternehmen. Aber wir werden auf jeden Fall trotzdem gleich zum Ultraschall fahren, wenn Justus von der Arbeit kommt. Wir werden ihn dann mitnehmen, werden mit ihm zusammen zum Ultraschall fahren. Und ich denke, wenn dann beim Ultraschall alles in Ordnung ist, dann wird sie ihren Followern von dem Baby erzählen. Und das wird sie, wie gesagt, sowas von ausschlachten. Sie wird dieses Thema so krass in die Öffentlichkeit bringen, dass sie einfach, also es wird nur noch um dieses Baby gehen. Um ihre Schwangerschaft. Sie wird dann die Baby-Erstausstattung abfilmen. Wird, was ist in meiner Wickeltasche-Videos und all so ein Kram wird sie dann abfilmen. Und es wird dann, wie gesagt, thematisch in ihren Vlogs, in ihrem Instagram-Kram nur noch um dieses Baby gehen. Und da sehe ich Malea. Also ich denke, ihr seht das wahrscheinlich genauso. Ich glaube, ihr hattet mir das auch schon mal geschrieben, dass ihr das sehr ähnlich seht, dass ihr Malea auch so ein bisschen, oh mein Gott, nein, liebe Lola, das machen wir nicht. Lola fragt nach einer Verabredung im Nachtclub Heim des Narwhals und oh mein Gott, ich würde so gern jetzt hingehen, aber wir können das natürlich auf keinen Fall tun, weil das ist ja ganz klar als Verabredung gekennzeichnet. Ich würde das so gern machen, Leute, das glaubt ihr nicht, einfach um zu gucken, wie die beiden so sind, aber das können wir nicht machen, weil Malea halt in der Öffentlichkeit steht. Das ist jetzt alles ein bisschen anders als bei unseren damaligen Stories, weil wir müssen ja jetzt wirklich sehr, sehr, sehr aufpassen, wo wir uns wie zeigen, weil theoretisch könnte überall ein Paparazzi sein, der uns fotografiert und irgendwie das sieht und dann ist das ganze Bild, was Malea jetzt versucht hier aufzubauen von der perfekten heilen Familie, ist dann einfach kaputt und das will sie auf keinen Fall, deswegen nein, wir können auf
keinen Fall eine Verabredung mit Lola eingehen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie sie das wirklich formuliert hat. Vielleicht hat sie auch einfach nur gesagt, hey Malia, lass uns mal was machen. Aber Malia wird sagen, ey du, mir ist gerade total kotzübel. Ich habe leider echt keine Zeit und keine Kraft. Und ich glaube, sie wird ihren Freundinnen, glaube ich, auch, oder? Würde sie ihren Freundinnen schon von der Schwangerschaft erzählen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube schon. Aber auf der anderen Seite sind das alles so oberflächliche Ziegen und sie hätte wahrscheinlich Angst, dass das dann in die Öffentlichkeit kommt, noch bevor sie selbst das macht. Deswegen nein, wir erzählen noch keinem davon, bevor wir beim Ultraschall waren. Okay, ich habe gerade unsere Butlerin gesucht. Sie sitzt einfach gerade in der Badewanne. Warum bist du in der Badewanne? Du sollst es für uns kochen. Ich wollte ihr gerade sagen, dass sie bitte, genau, sie soll jetzt bitte kochen. Kann man ihr das nicht sagen? Schade, ich dachte, dass sie auch kochen kann. Das fände ich irgendwie richtig cool, dass sie, ja, dass man ihr sagen kann, dass sie kocht, aber leider tut sie das offensichtlich nicht. Ich denke, dann werden wir jetzt tatsächlich uns was liefern lassen, weil Malia hat, glaube ich, heute echt nicht die Kraft, irgendwas zu kochen. Genau, Lieferdienst, zack, auf den Tisch für 10 Simoleons. Werden wir uns jetzt Essen liefern lassen? Irgendwas, worauf sie jetzt gerade in der Schwangerschaft richtig Lust hat. Ich denke, wir nehmen die Asia-Hühnchenpfanne. Ich denke, sonst hätte sie sich wahrscheinlich den Caprese-Salat bestellt. Salat halt, natürlich, Malia. Aber ich glaube, sie hat gerade einfach richtig Lust auf diese Asia-Hühnchenpfanne. Und deswegen wird sie sich jetzt diese Asia-Hühnchenpfanne hier für 45 Simoleons jetzt liefern lassen. Das ist so ein Wucher. Aber naja, sie ist halt Malia. Und deswegen wird sie da jetzt einfach überhaupt nicht übers Geld nachdenken und sich das einfach liefern lassen. Ach, es hat nur 33 Simoleons gekostet. Okay, das geht ja noch. Und die ist einfach den ganzen Tag schlecht. Sie wartet jetzt halt gerade wirklich die ganze Zeit auf das Essen. Sie ärgert sich, glaube ich, gerade ein bisschen darüber, dass das so lange dauert. Weil sie hat natürlich jetzt wirklich gerade großen Hunger. Oh, ist das schon geliefert worden? Wann sind die denn gekommen? Kürbismilchwaffeln! Wie süß! Wann hat Malia die denn gemacht? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Voll niedlich. Okay, dann hätten wir uns das eigentlich auch sparen können. Wo ist unser Kühlschrank? Habe ich jetzt etwa vergessen, einen Kühlschrank hier einzubauen in dieser Küche? Ich glaube ja. Justus hat 24 Simoleons mit nach Hause gebracht. Und das bedeutet für uns, wir können jetzt endlich zum Ultraschall. Leute, ich habe den ganzen Tag darauf gewartet. Malia hat den ganzen Tag darauf gewartet. Ihr habt den ganzen Tag darauf gewartet. Und jetzt können wir endlich zum Ultraschall gehen. Hier steht auch schon der erste Arzt. Fabio Palm. Dann haben wir hier noch Aristitele Brillant, einen Senior-Geburtshelfer und Jacob Hill. Und jetzt müssen wir natürlich gleich mal gucken, wen wir davon auswählen. Mit Melody müssen wir auch offensichtlich auch unbedingt nochmal was machen, denn sie meldet sich auch ständig bei uns und wir sagen immer wieder nein, wir haben keine Zeit. Ja, wir werden jetzt aber erstmal einen Ultraschall machen lassen. Das ist das Erste, was wir tun, um einfach mal zu gucken, was da in Malias Bauch heranwächst. Man kann das bei Sims ja, glaube ich, schon im ersten Trimester sind. Ich habe mir übrigens die Pregnancy Overhaul Mod oder wie sie heißt von Little Miss Sam runtergeladen, bei der der Babybauch tatsächlich ein bisschen kleiner ist, was ich richtig gut finde, beziehungsweise man sieht ihn jetzt gerade gar nicht. Aber das ist ja auch realistisch, weil im ersten Trimester sieht man ja eigentlich wirklich noch fast gar nichts vom Bauch. Und deswegen finde ich das immer total unrealistisch, wenn die den Schwangerschaftstest machen und plötzlich ist der Bauch einfach gigantisch groß. Deswegen finde ich das total cool, dass es diese Möglichkeit gibt. Justus, kommen Sie bitte her. Ein Praktikant untersucht gerade deine Frau. Du solltest besser dabei sein und gucken, ob da auch alles gut abläuft, so wie das sein soll. Oh je, Malia, du hast dich ja für interessante Unterwäsche heute entschieden. Aber gut, sie ist nun mal Malia. Okay, da sieht man offensichtlich schon ganz gut was auf dem Ultraschall. Es scheint alles in Ordnung zu sein. Ich bin echt gespannt, Leute. Ihr könnt ja jetzt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr denkt, dass es ein Junge oder ein Mädchen ist. Ich bin echt gespannt. Ich weiß nicht, ob was mir jetzt gerade lieber ist, ob sie ein Junge oder ein Mädchen bekommen soll. Ich bin mir da wirklich gerade nicht sicher, weil ich meine, wenn es ein Junge wird, dann sieht er wahrscheinlich aus wie Justus, ne? Ich weiß nicht, ob wir das wollen. Aber wir machen ja gleich noch ein Umstyling bei ihm. Oh mein Gott, es wird wirklich ein Junge. Oh, wie krass. Okay, also Malia und Justus bekommen einen Sohn. Und das bedeutet, Leute, ihr könnt mir jetzt Namensvorschläge in die Kommentare schreiben für einen Sohn. Bedenkt bitte dabei, wen wir hier vor uns haben, dass das Malia und Justus sind, dass das schon irgendwelche außergewöhnlichen Namen sind, ne? Also irgendwelche Promi-Namen halt so, ne? Das fände ich schon ganz cool. Also jetzt nicht wie bei der Farmlife so Fleur oder Dahlia, sowas, ne? Also wenn es jetzt ein Mädchen wäre. Aber ihr wisst, was ich meine, dass das halt schon so ein bisschen außergewöhnlichere Namen sein sollten.
Ja, ein Sohn wird es. Wie schön. Okay, wir freuen uns natürlich, dass das Kind gesund ist. Wir werden natürlich hier auch noch ein paar Untersuchungen machen lassen, weil ich meine, wir müssen natürlich jetzt auch wissen, ob unser Kind sich bester Gesundheit erfreut. Wir werden uns ein Blutbild hier von unserem Arzt holen lassen und werden dann, ich weiß nicht, was können wir noch alles? Wir können hier noch ganz viel machen. Ne? Ich schreibe mir das jedes Mal und ich vergesse das jedes Mal. Hier ist noch so ein Ding. Ach genau, diesen Papptest, den kann er auch noch bei uns machen. Malia wird jetzt bestimmt den Arzt auch noch ganz viel fragen, so wegen der Ernährung oder so, worauf sie achten muss, ob sie irgendwelche, ja, ob sie weiterhin ihren Sport machen kann oder ob sie da aufpassen muss jetzt in der Schwangerschaft. Und der Arzt wird sie da beruhigen und sagen, sie können erstmal ganz normal Sport weitermachen, überanstrengen sie sich nicht und achten sie natürlich darauf, dass es nichts ist. Oh mein Gott, diese Spritzen, ich kriege da mal die Krise. Ich habe richtig, also ich habe richtig schlimme Spritzenphobie, aber manchmal muss man sich seiner Angst stellen. Auf jeden Fall wird sie das jetzt alles fragen. Der Arzt wird sie so ein bisschen beruhigen und wir wollen aber noch diesen Papptest hier machen. Und ich sehe auch gerade, beziehungsweise ich habe es eben schon gesehen, wir haben heute Liebestag. Das heißt, theoretisch müssten wir auch noch auf ein romantisches Date gehen. Oh la la, Justus, wen hast du denn hier gefunden? Also, Freunde, eine weitere Idee, die ich hatte, und die kommt mir jetzt gerade relativ entgegen. Wir müssen jetzt mal gucken, wer das hier ist. Und wie gut sich Justus mit ihr versteht. Okay, er versteht sich gerade noch gar nicht mit ihr, weil er sich noch nicht vorgestellt hat. Aber Malea, du gehst jetzt mal zu deinem Papp-Untersuchungsding und Justus plaudert hier ein bisschen weiter mit ihr. Denn ich habe überlegt, eine Möglichkeit wäre ja auch, das würde für dich ganz gut passen, dass unser lieber Justus eventuell später tatsächlich die Affäre hat und nicht Malea. Das wäre auch eine Möglichkeit, denn das würde halt vielleicht so ein bisschen dafür sorgen, dass Malea dann halt so ein bisschen dieses Skrupel verliert. Also was man natürlich trotzdem niemals tun sollte. Ich hoffe, ihr wisst, dass das hier alles absolut weit weg von der Realität ist, ja, Leute. Also absolut. Das ist jetzt einfach nur alles frei erfunden hier. Aber wenn Justus eine Affäre hätte, würde es Malia vielleicht nicht so schwer fallen, später dafür zu sorgen, dass Justus einfach irgendwann kein Thema mehr ist. Ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine. Und jetzt hat er hier ja jemanden kennengelernt und er kann sich ja mal gerade kokett vorstellen, weil er ist ja gerade richtig romantisch unterwegs und er freut sich, dass Liebestag ist. Er ist hier mit seiner Frau und wahrscheinlich ist ihm das gar nicht so bewusst, dass er sich gerade total kokett bei ihr vorstellt, also richtig flirty. Es hat sie aber offensichtlich jetzt gar nicht so krass hier. Okay, jetzt müssen wir mal gerade gucken, wie das Ganze hier aussieht, Leute. Ich bin voll. Also das wäre tatsächlich jetzt auch noch eine Sache, also die möglich wäre, dass Justus halt die Affäre hat. Ich hatte tatsächlich schon darüber nachgedacht, weil ich gesehen habe, dass er sich mit Celia so gut versteht, dass er vielleicht tatsächlich die Affäre mit Celia hat. Schreibt mir da auch unbedingt mal in die Kommentare, ob ihr da Fan von wärt, von dieser Story, dass Justus halt so ein bisschen, um sein Ego aufzupolieren, das einfach ab und zu mal braucht, dass er so ein bisschen mit Frauen flirtet. Und vielleicht geht es dann doch noch mal ein bisschen weiter. Ja, wir machen wieder Homeoffice, während wir gar nichts tun. Und ja, also das wäre halt jetzt. Wir können ja Celia mal kurz anrufen und. Oh mein Gott, wir können mir jetzt so Kokatschau was schicken. Ich weiß es nicht, ob wir das tun sollen. Ja, machen wir. Wir sind Justus. Okay, also ich weiß jetzt nicht, was ihr von der Idee haltet, aber Justus schickt ihr jetzt eine kokette SMS, weil ich glaube, er braucht das halt ab und zu mal so ein bisschen für sein Ego, weil er hat das schon früher gebraucht und jetzt, auch wenn er verheiratet ist, findet er es ab und zu einfach trotzdem noch schön, einfach ein paar Komplimente von Frauen zu bekommen. Und oh mein Gott. Sie fragt jetzt, oh, ich habe voll vergessen, dass das ja so eine Interaktion ist, wo die ja dann nachher fragen, ob die was miteinander machen wollen. Oh mein Gott, sind wir dafür bereit? Ich weiß es nicht, aber wir könnten jetzt halt so ein bisschen gucken, wie das so wäre mit den beiden, ne? Also, ob die sich attraktiv finden und so, dass Justus halt jetzt sagt so, ey, Babe, ich muss leider noch mal ins Büro, ich habe da gerade so was noch reingekriegt und darum muss ich mich kümmern. Sollen wir das machen? Ich wollte ihn eigentlich auch noch umstylen in diesem Part. Ah, okay. Celia, erstmal, du bist nicht unbedingt die beste Freundin für Malea. Aber das war uns ja klar, weil diese Mädelsklicke ist einfach nur pur oberflächlich. Da ist nichts mit beste Freundin und so. Wir gehen mit, Leute. Ich würde es bereuen, wenn ich es nicht tun würde. Boah, ich hoffe, ihr hasst es nicht total. Ich meine, man muss sich mal vor Augen führen, dass der Kerl. Oh nein, dieses Ding hier ist das mit den Papptüten. Ich hasse es. Man muss sich mal vor Augen führen, dass der Kerl gerade erfahren hat, dass er Vater wird, dass er.
Oh mein Gott. Okay, Celia ist, glaube ich, auch gegangen. Ist sie gegangen? Ist sie gegangen? Sie ist gegangen. Er könnte sie jetzt einladen, auf dem aktuellen Grundstück abzuhängen. Sie ist einfach gegangen. Wie krass ist das denn? Sie wollte offensichtlich nur mal gucken, ob Justus kommen würde. Das war ein bisschen hinterhältig. Das war ein bisschen hinterhältig. Wir müssen aber ja jetzt tatsächlich wieder zu Malia zurück, weil Justus wird jetzt gerade hier warten auf Celia, die aber nicht kommen wird. Ich glaube, sie wollte so ein bisschen testen, ob Justus kommen würde, wenn sie ihn auf ein Date einlädt. Dann hat sie sich irgendwo versteckt und hat halt geguckt, ob er kommt. Und dann ist er tatsächlich gekommen. Okay, das finde ich gut. Diese Lösung finde ich jetzt tatsächlich gut, weil so hatten wir jetzt offiziell kein Date und Justus hat ja auch noch nichts. Doch, er hat was falsch gemacht, aber er hat jetzt noch nichts gemacht, noch nicht geküsst, noch nichts irgendwie mit Techtelmechtel oder so. Aber wir wissen jetzt, wie sieht es jetzt eigentlich mit der Attraktivität aus? Findet er Celia attraktiv? Das wissen wir nicht. Okay. Ja, Leute. Okay, also neue Infos für euch. Neue Infos für euch und euren Kopf. Ich werde jetzt gerade Justus trotzdem noch ein Umstyling geben, weil ich habe euch das versprochen. Das machen wir jetzt gerade noch. Ich bin gespannt, was wir aus ihm rausholen können. Hey Leute, schaut euch bitte Justus an. Ich bin total beeindruckt, was wir im Chaos aus ihm rausholen konnten. Also ich finde ihn jetzt gar nicht mehr so schlecht, wirklich. Also es ist Wahnsinn, was das ausmacht, was er so anhat. Also ich meine, ich habe jetzt versucht, ihn halt so ein bisschen, ja, so zu stylen, wie er halt ist. Und ich finde vor allem, sein Bart macht halt ultra viel aus. Ich finde, er sieht viel, viel, viel erwachsener. Okay, Justus, ist das jetzt nicht unbedingt der beste Blick, den du hier gerade drauf hast. Aber die Haare, die neue Brille, der Bart, ich finde, das passt alles voll gut zu ihm. Und dann noch diese Hose mit den Schuhen. Also ich finde, das ist einfach, das ist unser Justus. Aber er ist jetzt einfach erwachsen. Er sieht jetzt gar nicht mehr aus wie der Bubi, den wir geheiratet haben. Also ich finde es einfach toll. Aber Leute, ich werde damit jetzt tatsächlich leider schon den Part beenden, weil ich super lange schon aufnehme. Ich freue mich wie immer über alles, was ihr mir in die Kommentare schreibt und wünsche euch bis zu meinem nächsten Part noch einen ganz, ganz tollen Tag. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.